Yo, was geht ab, Leute, und willkommen zum neuen Video. Ihr konntet es schon am Titel erkennen, heute kommen die Icon Swaps raus. Sehr, sehr unerwartet kam der Ladebildschirm in FIFA rein. Und wir kriegen an einem Mittwoch um 19 Uhr die Icon Swaps. Ein wirklich ungewöhnlicher Zeitpunkt, aber wir wollen uns gar nicht beschweren, sondern gucken uns heute wirklich alles rund um die Icon Swaps an. Ich werde kurz nochmal erklären, was überhaupt die Icon Swaps sind, welche Belohnungen es dort gibt, wie man die bekommt und wie ihr auch nebenbei einige Münzen machen könnt. Also, genug geschnackt, geh mal rein ins Video. Also, ich habe jetzt gerade mal FIFA gestartet und ihr seht, Icon Tausch 1 beginnt in 7 Stunden 39 Minuten, das ist Mittwoch 19 Uhr. Und ich möchte euch heute einfach ein paar Tipps geben, wie ihr sehr schnell an diese Swap-Spieler rankommt und wie ihr auch einige Münzen machen könnt. Also Freunde, ich erkläre nochmal ganz schnell für die Anfänger, was überhaupt Icon Swaps sind. Das System ist relativ simpel, ihr müsst Challenges abschließen. Diese können in-game sein in Freundschaftsspielen gegen den Computer, also in Squad Battles. Dann kann es sein, dass es SBCs gibt. Und dass man in der Weekend League auch ein bisschen was erspielen muss. Und wenn ihr dann diese Challenges abschließt, dann erhaltet ihr solche Spieler. Das sind einfach irgendwelche Bronzekarten, beziehungsweise haben Bronze-Rating mit diesem Kartendesign. Und diese Karten sind quasi Tokens. Also wenn ihr eine Karte habt, habt ihr ein Token. Und mit diesen Token könnt ihr dann Belohnungen freischalten. Ich habe euch mal hier das Beispiel vom letzten Jahr rausgesucht. Da konntet ihr beispielsweise mit einigen Tokens Packs freischalten. Oder wenn ihr mehrere Token gesammelt habt, konntet ihr einige Icons freischalten. Ich habe euch mal hier die Leaks für dieses Jahr rausgesucht. Ihr kriegt für 2 Tokens ein 25x81 Plus Pack. Bedeutet, ihr habt ein Pack, wo 25 Spieler drin sind und diese haben ein Minimum 81er Rating. Dann kriegt ihr für 3 Tokens dasselbe nur mit einem 82er Rating und für 5 Tokens nochmal dasselbe nur mit einem 83er Rating. So, ab 6 Tokens fangen dann auch schon die Icons an. Ihr seht hier, wir kriegen ab 6 Tokens mit Casillas. Bei 7 Tokens mit Ferdinand, bei 8 Tokens kriegen wir ein Baby oder ein Mid-Icon-Pack, was auch gerade in den SBCs draußen ist. Bei 9 kriegen wir ein Prime Overmars, bei 10 kriegen wir ein Mid-Icon-Pack, also jetzt nicht wie bei 8 Tokens mit oder Baby, sondern bei 10 wirklich nur mit Icons. Mit 11 Tokens können wir uns mit Desailly freischalten, mit 12 Baby Del Piero, mit 13 kriegen wir ein Mid-Icon-Pack, was dann aber Minimum ein 89er Rating hat. Dann kriegen wir bei 14 Tokens ein Player-Pick und dort können dann Mid- oder Baby-Icons drin sein. Bei 14 Tokens kriegen wir ein Prime Zambrotta, bei 16 kriegen wir dann ein Mid- oder ein Prime-Icon-Pack, bei 17 ein Player-Pick und dort können dann Babys mit oder Prime-Icons drin sein und die höchste Belohnung ist mit Rooney und für den müsst ihr dann 17 Tokens abgeben. Ich habe euch mal hier rausgesucht, wie es im letzten Jahr aussah. Da hatten wir vom 1. Januar bis zum 12. Februar, also etwas mehr als ein Monat Zeit, 9 Tokens uns zu erspielen. Es gibt nämlich 18 Tokens, ihr habt ja gesehen, wir brauchen 17 für die höchste Belohnung. 18 könnt ihr euch insgesamt erspielen und die werden dann gesplittet in jeweils 9 Token. Heute, wir haben den 15.12., kommen die ersten 9 Tokens raus und dann kommen vermutlich in 1 oder 2 Wochen dann die nächsten 9 raus, die wir uns erspielen können. Wie ihr die euch erspielen könnt, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Ich möchte euch hier nochmal kurz vorstellen, was ich persönlich bei den Rewards nehmen werde. Wie gesagt, ihr könnt 18 Tokens erspielen. Bedeutet, wir können hier Kombinationen machen. Wichtig zu wissen ist, ihr könnt nicht eine Belohnung mehrmals bekommen. Bedeutet, ihr könnt jetzt nicht beispielsweise zweimal das 25x83 Plus Pack nehmen, sondern das geht nur einmal. Heißt, ihr könnt auch ein bisschen geschickt kombinieren. Ich persönlich werde einmal auf jeden Fall das 25x83 Plus mitnehmen. Wir haben da halt einfach 25 Spieler drin, die gutes SBC-Futter sind. Und das Pack könnte man auch eventuell bis zum Team of the Year aufheben, mit der Chance halt dort einen Toti zu ziehen. Und dafür brauchen wir halt 5 Tokens. Deutet, wir haben noch 13. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir alle 18 erspielen. Und mit den 13 würde ich auf jeden Fall hier das mit 89 Plus Icon Pack nehmen. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe hier mal nach den mit Icons gefiltert. Und da haben wir insgesamt 4 Seiten. Und auf der dritten Seite haben wir halt nur 2 89 geratete Karten. Das sind einmal Van Persie und Iker Casillas. Aber wenn wir uns jetzt mal hier die zweite Seite anschauen, da haben wir zum Beispiel ein Eto, ein Henri, ein Cafu. Wir haben auch sehr viel Müll, ne? Bobby Moore, Alan Shearer, Trezeguet, Beckham. Also wir haben hier auf jeden Fall einige gute Icons, aber auch sehr viele Scheiß-Icons. Ich würde sagen, es ist so circa Hälfte, Hälfte. Aber wir haben ja noch eine erste Seite und dort sind halt die richtig krassen Icons. Ja, da haben wir halt Pelé, Ronaldo, Zidane, Puskas, Garrincha, Maldini, Eusebio. Also ich muss sie ja gar nicht alle aufzählen, ihr kennt die selber alle. Und wenn man das jetzt mal abwägt, kann man ungefähr sagen, dass wir etwas mehr gute Icons haben als schlechte Icons bei den mittleren Icons. Das ist auf jeden Fall der Grund, wieso ich hier dieses Pack machen werde. So, und ihr fragt euch sicherlich, was ihr jetzt machen müsst, um diese Token-Spieler zu bekommen.
Das stelle ich euch jetzt auch einmal kurz vor. Dafür schauen wir uns auch nochmal kurz das letzte Jahr an. Und dann können wir sehen, haben wir hier insgesamt 9 Spieler. Und davon einmal 1, 2, 3, 4, 5 mal Squad Battles. Also ihr müsst einfach Squad Battles mit bestimmten Teams spielen. Die Anforderungen für Squad Battles sind auch schon geleakt worden. Und zwar brauchen wir hier einmal einen Brasilianer Squad, einen Argentinier Squad, einen Silber Squad und einen Eredivisie Squad. Bedeutet, wir müssten theoretisch 4 Teams bauen und mit diesen 4 Teams jeweils 6 Spiele gewinnen. Das wären insgesamt 24 Spiele, die wir gewinnen müssen. Ich stelle euch jetzt aber mal eine Methode vor, mit der ihr auf jeden Fall 6 Spiele sparen könnt. Also ihr müsst ja nicht insgesamt 24 Spiele machen, sondern nur noch 18. Das ist auch relativ simpel, ihr kombiniert einfach die Squads. Wir brauchen ja einen Eredivisie Squad und einen Silber Squad, einen Brasilianer und einen Argentinier Squad. Und da bietet es sich auf jeden Fall an, diese Squads zu kombinieren. Wir können zum Beispiel einen Full Argentinien Silber Squad bauen oder einen Full Argentinien Brasilianer Squad. Dann habt ihr da auf jeden Fall schon mal 2 in einem drin. Leider haben wir nicht genug Argentinier bzw. Brasilianer in der Eredivisie, sodass hier dieses Squad wegfällt. Bedeutet, wir müssen auf jeden Fall Eredivisie getrennt machen. Aber wir können uns trotzdem mit dem Silber Squad kombiniert mit dem Argentinien oder mit dem Brasilien Squad 6 Spiele sparen. So, das sind aber nur 4 Squads. Bedeutet, ihr kriegt 4 Tokens dafür. Ich habe ja am Anfang schon erwähnt, man kriegt insgesamt 9 Tokens. Deswegen schauen wir uns auch nochmal kurz an, was man für die restlichen 5 Tokens machen muss. Es ist noch nicht geleakt, aber wir können uns halt am letzten Jahr gut daran orientieren. Wir können garantiert mit Friendly Matches rechnen. Also hier Foot Friendly. Und da kriegt ihr auf jeden Fall hier 1, 2, 3, 4. 4 Tokens. Und in der Weekend League kriegt ihr dann den 5. Ob man den Weekend League Token dieses Jahr auch wieder einführen wird, weiß man nicht. Ich hoffe es nicht. Da es ja auch viele Spieler gibt, die einfach die Weekend League nicht schaffen. Aber die Put Friendly Games wird es auf jeden Fall geben. Die gab es eigentlich so gut wie immer. Und dort, wenn wir uns jetzt mal die Anforderung durchlesen, gewinne 7 Partien im Freundschaftsspiel mit einer Nation mit nur englischen Spielern in deinem Team. Also ihr braucht 11 Engländer und müsst dann mit diesem Team 7 Spiele gewinnen. Auch hier können wir dann wieder anfangen zu kombinieren. Wenn wir dann mal ein bisschen weiter runter gehen, sehen wir brauchen hier nochmal 6 Spiele, die wir gewinnen müssen mit einer Liga, zwar mit der Premier League. Und davon müssen mindestens 7 Spieler First Owner sein. Bedeutet, wir können dort ein volles England-Squad bauen, die alle in der Premier League spielen und haben somit hier die 2 kombiniert. Und das sind hier relativ viele Spiele, die ihr spielen müsst. Na, hier einmal 7, nochmal 7, dann 6, hier nochmal 6. Und das ist ja nur die erste Hälfte, es gibt ja noch die zweite Hälfte. Und das ist schon sehr viel Aufwand. Und damit dieser Aufwand ein wenig reduziert wird, ist es eigentlich gang und gäbe in der FIFA-Community, dass man Golden Goal macht. Bedeutet, wenn ihr in einem Freundschaftsspiel gegen einen anderen spielt, sagen wir mal, ihr erzielt das erste Tor im Spiel, muss der Gegner rausquitten. Sollte es halt andersherum sein, ihr kassiert das erste Tor, dann geht ihr raus. Und so hilft man sich halt untereinander und das Ganze geht dann auf jeden Fall viel schneller. So Freunde, jetzt nochmal ein kleiner Trading-Tipp von mir. Ihr seht ja, dass man hier zum Beispiel 7 First Owner braucht. Von der Premier League, hier braucht man 7 First Owner von der La Liga. Deutet, wir brauchen irgendwie First Owner und sehr viele haben die halt nicht. Deutet, es werden Packs gezogen und passend dazu kommen auch Upgrade SBCs raus, wo wir unsere Spieler herbekommen. Ich bin jetzt mal hier im letzten Jahr drin, da hatten wir genau zu dem Zeitpunkt ein 86 Plus Upgrade, ein 82 Plus Upgrade, 81 bis 87 und ich bin mir sicher, dass heute auch solche SBCs reinkommen werden und da muss man halt in der Regel einfach nur Gold Squad abgeben mit einem gewissen Rating. Die Chemie ist eher uninteressant, wir brauchen hier zum Beispiel für den 82 plus Goldspieler mindestens 7 Rares, 11 Goldkarten und 30 Chemie, also Chemie ist geschenkt. Hier bei dem 86 plus Upgrade Pack brauchen wir 70 Chemie und ein 84er Squad. Das Pack sollte aber eher uninteressant sein für die Icon Swaps. Wir brauchen da keine High-Rated-Karten, wir brauchen da einfach nur einige First-Owner. Und da bieten sich halt solche Packs auf jeden Fall an, wie das 82-Plus-Pack. Da einfach die Anforderungen dort sehr niedrig sind und man die halt öfters machen kann. Bedeutet, Karten im Bereich von einem 81er bis zum 85er-Rating werden auf jeden Fall wieder gut ansteigen. Ihr könnt die 84er locker unter 3k bekommen. Die 85er würde ich auch nehmen bis ca. 6500 Münzen. 83er kriegt ihr zum Abschlusspreis, 82er kriegt ihr zum Abschlusspreis, 81er kriegt ihr zum Abschlusspreis. Die werden bestimmt in den nächsten Tagen, wenn nicht sogar schon heute, gefordert werden. Deswegen packt euch da einige ein. Wie gesagt, am besten immer zum Abschlusspreis, da könnt ihr nie was falsch machen. Und ja, Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Viel Spaß beim Erspielen der Tokens. Wie gesagt, vergesst nicht, Golden Goal. Seid ehrenvoll, wenn ihr ein Tor kassiert, quittet raus. Und in diesem Sinne sehen wir uns zum nächsten Video oder auf Twitch wieder. Macht's gut, Leute, haut rein und ciao, ciao.